Servus Leute, ja, ich habe bei meiner liebsten Sonja von Kanal Sonnige Bücher den Gunftknädeltag gesehen. Der Name des Tags ist, glaube ich, Gunftknädel oder irgendwie so, muss irgendwie der Name, der Kanalname von jemandem sein, der diesen Tag wohl erfunden hat. Ist wohl irgendein Zuschauer, war namens Gunftknädel oder ja, wie auch immer. Der beinhaltet 13 Fragen und ich denke, der ist ganz lustig, den arbeiten wir jetzt mal miteinander durch. Ja, erstens, mit welchem Charakter würdest du gerne Platz tauschen? Tja, wenn sowas aufkommt, so eine Frage, ist das irgendwie immer schwierig. Aber irgendwie würde ich gerne mit Gideon de Villiers tauschen. Ihr mögt vielleicht fragen, warum. Meine Antwort ist, der ist mit Gwendolyn Shepherd liiert. Und ja, das reicht als Begründung, denke ich. Ich habe nämlich so ein kleines Fable für die Gwendolyn und ich mag den Charakter einfach und ich finde das Mädel cool, ich finde die Frau irgendwie cool. Die wird sehr süß beschrieben und irgendwie, ja, liebe ich den Charakter, keine Ahnung. Und so würde ich mal mit Gideon de Villiers tauschen wollen. Tja. Zweitens, in welcher Romanwelt würdest du gerne leben? Ja, da habe ich auch ganz kurz mal überlegen müssen, aber schlussendlich gibt es für mich einfach die, in der Welt von Mittelerde, Herr der Ringe und so, das ist mir zu weit weg einfach. Aber Harry Potter und die Welt um Hogwarts, die Zaubererwelt, die J.K. Rowling erschaffen hat, das ist einfach meine liebste Welt. Und ich würde mir so sehr wünschen, wenn es irgendwie die tatsächlich geben würde. Das wäre halt der absolute Hit. Und da ich die ganze Story, ganze Geschichte und alles, was damit zu tun hat, einfach über alles liebe, ja, würde ich mir wünschen, in dieser Welt leben zu können. Drittens, welches paranormale Phänomen aus einem Roman würdest du gerne erforschen? Ha, da gibt es viele irgendwelche Phänomene, die echt interessant wären, die Magie in Harry Potter und aber irgendwie diese paranormale magische Welt von den Schattenjägern, die wird mich echt interessieren. Und wie es sein kann, dass ein Mensch zum Vampir und wieder zurück und stirbt und wieder lebt. Und wie auch immer, wie das hier der Simon mitmachen musste. Das würde mich echt brennend interessieren. Und das würde ich doch gerne erforschen. Vor allem, weil ich da bei den Forschungen vielleicht die Isabel Lightwood kennenlernen könnte. Die ist ein sehr, sehr interessanter Charakter. Viertens. Eine Zeitkapsel bringt dich 100 Millionen Jahre in die Vergangenheit. Welche 10 Dinge nimmst du mit? Boah, ich habe echt keine Ahnung, ey. Was nimmt man da mit? Ich würde auf jeden Fall irgendein großes Zelt oder irgendwie sowas mitnehmen. Schwerter, Waffen, Messer, keine Ahnung. Ich würde
wahrscheinlich, auch wenn ich eher so pazifistisch bin, aber ich würde Gewehre mitnehmen. Jagdgewehre, Sturmgewehre, Maschinengewehre, was der Geier. Und Essgeschirr, alles was man so fürs Überleben halt braucht, ja. Ein Haufen Feuerzeuge. Ja, solche Dinge. Keine Ahnung, wie ich das jetzt auf 10 eindämmen soll, aber eben solche Dinge, die man zum Überleben vor 100 Millionen Jahren braucht. Ey, das ist Dino-Zeit. Puh, das ist heftig. Fünftens, welchen Detektiv bewunderst du besonders? Du, keine Ahnung, ey. Ich hab's nicht so wirklich mit Detektiven. Da könnte ich jetzt, ja, wen könnte das? Sherlock Holmes oder irgendwie so. Aber das ist zu profan. Wer mich immer irgendwie fasziniert hat in meiner Jugend, waren die fünf Freunde. Julian, Dick und Anne, George und Timmy der Hund. Und Timmy der Hund war ein echt cooler Hund. Aber eben dieses Mädel, die eigentlich kein Mädchen sein wollte, aber eigentlich ein total hübsches Mädel war, aber irgendwie immer ein Junge sein wollte und sich deswegen George nannte. Ja, und die haben ja so als Detektive, als Teenie-Detektive Fälle aufgeklärt. Und deswegen ist mein liebster Detektiv eben die George von den fünf Freunden. Sechstens, welchen Bösewicht bewunderst du besonders? Es gibt viele krasse und echt coole Bösewichte und ich finde immer, ein besonders guter Bösewicht ist ein Bösewicht, der im Prinzip da ist, aber eben auch nicht. Eines der besten Beispiele, ja, ist wohl bei Sherlock Holmes, der Professor Dr. Moriarty, der eigentlich nur ganz selten wirklich auftritt bei den Geschichten, meistens eigentlich nur so diese dubiose Hintermann hinter den ganzen Machenschaften ist. Ein bisschen so ist es ja auch bei Voldemort, bei Harry Potter, der tritt da auch wirklich nur so sporadisch auf und ist so der Hintermann. Aber eben, sie treten auf. Ein Bösewicht, der tritt eigentlich gar nicht auf in dem ganzen, in den ganzen Büchern. Und das ist eben Sauron bei Der Herr der Ringe. Das ist dieses Auge, sozusagen, aber wirklich auftreten tut er nicht. Auch nicht Saurons Mund, der aus dem großen Tor herausgeritten kommt. Das ist ja auch nicht wirklich Sauron. Er tritt nur so im Hintergrund auf als Art übelster Befehlsgeber, aber eben nicht wirklich. Und deswegen ist mein liebster Bösewicht irgendwie von allen ist Sauron. Siebtens, welche unserer Erfindungen würdest du den Bewohnern einer Mittelalterwelt schenken? Erfindungen, hauptsächlich irgendwie Mittelalterwelt, keine Ahnung, das Internet und Computer und da besonders Wikipedia, denn im Mittelalter ist Aufklärung und Wissen echt nötig, oder es wäre nötig, und dementsprechend
wenn die damals schon das Wissen von heute hätten, wäre vielleicht vieles, vieles besser. Wobei auch der technische Fortschritt, man sieht mal Atombombenkriege und so, dann müsste man quasi aus Wikipedia die ganze Scheiße rauslöschen und so. Und aber im Grunde Computer, das Internet, das wäre cool. Achtens, mit welchen Romanhelden würdest du die Brücke der Enterprise besetzen? Tja, irgendwie fiel mir da sofort Harry Potter ein und die Hermine Granger und Ron Weasley. Ich finde die Kombination auf der Brücke der Enterprise irgendwie echt interessant, vor allem, weil die zaubern können. Ja. Dann fand ich, weil er zaubern kann, Gandalf noch ganz cool. Das wäre irgendwie richtig cool. Und dann brauchen wir noch jemanden für die Action und irgendwie schwebt mir da die Isabel Lightwood vor. Ich mag nämlich den Charakter vor allem aus dem Buch und noch mehr den aus der Serie, die von Emeraude Tobea gespielt wird. Und mit der zusammen auf der Brücke der Enterprise, das wäre echt cool. Aber ich würde noch jemanden mit auf die Brücke der Enterprise, sagen wir mal so im Großen und Ganzen, wenn ihr das Buch gelesen habt, wisst ihr, was ich damit meine. Und wenn ihr es nicht gelesen habt, möchte ich euch nicht spoilern. Aber auf die Brücke der Enterprise würde ich unglaublich gerne aus Oasis, die letzte Oase von Dima Zales, die Phoenix oder Fee mitnehmen. Lest das Buch, dann wisst ihr, was ich damit meine. Denn die Enterprise in Kombination mit Fee, das ist eine heftige Kombination, würde ich mal sagen. Wobei Dima Zales auch ein unglaublich guter Autor ist und die Geschichte um Oasis richtig, richtig heftiger Hit ist. Lest es mal, echt ein Tipp. Dann kommen wir zu neuntens. Welchen Plot-Twist würdest du dir auch für unsere Welt wünschen? Habe ich mir gar nicht so überlegt, ey, was für ein Plot-Twist. Der heftigste Plot-Twist überhaupt ist eben in dieser Reihe von Dima Zales und das Ende dieser Trilogie ist schon eher heftig. Und ob ich mir das sowas wünschen würde, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie wäre das ein krasser Plot-Twist. Ich entscheide mich mal für den krassen Plot-Twist aus. Ich will euch einfach nicht spoilern. Aus Oasis von Dima Zales, aus dem dritten Teil, dieser Plot-Twist, das wäre schon heftig. Zehntens, welches Talent einer Romanfigur hättest du auch gerne? Ja, wahrscheinlich sagt es jeder, aber es ist nun mal das Zaubern, wie Harry Potter. Das wäre so cool, einfach magisch begabt zu sein und den Zauberstab schwingen zu können. Das wäre schon cool. Also, zaubern würde ich gerne können.
Elftens, welcher Charakter, der in einem Buch gestorben ist, welchen würdest du retten? Boah, das ist schlimm. Irgendwie. Ja, hier. In die Heiligtümer des Todes. Da sterben so viele. Sucht euch einen aus. Irgendwie. Ich kann mich nicht wirklich entscheiden, ob ich jetzt da mehr Weasley, auf der Weasley-Seite bin oder Lupin, Tonks. Das ist, ja, es sterben irgendwie zu viele. Man weiß, dass so Krieg, auch in der magischen Welt und fiktiv, nicht ohne Verluste abgeht, und das war sicher nicht einfach, sich als Autorin da für jemanden zu entscheiden, aber so ist es nun mal. 12. Welcher TV-Serienheld dürfte für ein Jahr bei dir einziehen? Und das war wirklich ein Serienheld. Boah, keine Ahnung. Ich habe ein Fable, ja, ich habe einen echten Fable für die Schauspielerin, die Isabel Lightwood in der Serie spielt. Die Emeraude Topea, die ist echt ein... da musst du echt durchschnaufen als Mann. Das ist echt ein Hingucker. Aber... ich entscheide mich trotzdem, und ihr vielleicht mögt ihr mit dem Kopf schütteln, für Alex Dunphy. Ja, Alex Dunphy aus Modern Family, weil ich den Charakter von Alex Dunphy einfach so unheimlich feiere. Unter ihrer großen Schwester irgendwie leidende Mädel, die da aufwächst, und so das hässliche Entchen, der Nerd, die Intelligente, ja, die hat irgendwie so viel Sympathie von mir. Die könnt auf jeden Fall mal bei mir einziehen. Das wäre sehr interessant, die Gespräche mit Alex. Die würden mich echt interessieren. Und ja, außerdem, mal ehrlich, die Ariel Winter, die Schauspielerin, die diese Alex Dunphy als Schauspielerin spielt, das ist doch ein echt cooles Mädel, also ja, die wäre irgendwie cool, da wird man, könnte ich mit ihr ein Jahr aushalten. 13. Welches Tier aus einem Roman hättest du gerne als Haustier? Ihr wisst, ich bin ein Mensch, ich liebe Katzen, und ein Leben ohne Katzen ist möglich, aber sinnlos. Deswegen würde ich, auch wenn meine Katze schon Nala heißt, eben nach dieser Katze benannt, würde ich noch die Nala, die Katze von Zoe Redbird, die würde ich bei mir aufnehmen, weil cool, und weil meine Nala selbst nach eben Nala benannt war. Ja, meine Nala lebt ja leider Gottes seit ein paar Jahren, hätte ich jetzt fast gesagt, nicht mehr, aber ja, im Gedenken an meine geliebte
Nala würde ich die Nala von House of Nights von Zoe Redbird bei mir aufnehmen. Ja, das waren die 13, wie ich finde, echt coolen und interessanten Fragen vom Gunfknilltech. Ein schöner Gruß geht raus an Sonja. Saugeiles Video bei dir. Ich habe es gefeiert ohne Ende. Deswegen mache ich auch diesen Tag hier. Ja, ich hoffe, euch da draußen hat es genau so gut gefallen, wie mir der Tag von Sonja gefallen hat, von Sonnige Bücher. Und in diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.